Here to tell you the truth, tell you I'm nervous, tell you my story, tell you I'm worth it, tell you my flaws and my faults and my doubts, give you my heart and what's left of it now, tell you my hurt, tell you my pain, tell you the thoughts I keep trapped in my brain, tell you that nothing's the same, tell you I'm nothing much more than a main, and tell you I fear I may never find love, tell you I'm getting in touch with above, and right now can't deny that I'm scared, all this music I wrote won't compare, a war with the buzz, alone in my room, dissecting each line that I rhyme, I don't know how I finish on time, miss a drop date 3 times, I know that I let you all down, well I was the first in that line, so ich möchte mit diesem Video einmal auf die aktuelle CWBW-Szenenlage eingehen und ja, wie das ist. Es gibt ja gerade sehr oft die Sache, dass jeder als Hacker beleidigt wird. Der soll Invis haben, der soll das haben, der soll das haben. Und das finde ich einfach extrem traurig. Also ich war ja selber mal vor 4 Jahren oder so, vor 4,5 Jahren ungefähr, war ich für ein Jahr oder so in der SG-Szene, für 1,5 Jahre, so circa. War ich für 1,5 Jahre in der SG-Szene und damals war das alles so gechillt, da wurde noch nie irgendwas gesagt, dass der irgendwie hacken sollte, dass der Invis haben sollte und dort war diese ganze Szene einfach so gechillt. Und dann hatte ich 6 Monate der SGO und jetzt bin ich seit 2-3 Jahren in der CWBW-Szene und ich muss sagen, die hat sich im Thema, dass hier Leute Invis usen, echt extremst verschlechtert. Also es werden immer mehr Leute als Invis-User beleidigt, aber das liegt auch daran, dass es immer mehr Leute gibt, die irgendwie mit Invis spielen. Aber man müsste jetzt nicht bei jedem YouTuber, also bei jedem CW-YouTuber wie jetzt Maxim, mir, Crane, keine Ahnung, müsste man nicht hinschreiben, dass da alles irgendwie Invis ist, das ist Invis, und man sollte wirklich erstmal ein bisschen lernen, wie Minecraft überhaupt funktioniert. Ich habe hier noch einen ganz guten Kommentar von XMNick. Und zwar, wenn man ein bisschen Ahnung von MC hat, weiß man das, wenn es unlettet ist. Ich glaube, manche denken, du wärst unlettet, weil du deinen FOV ziemlich hoch hast. Ich kann es einfach nicht mehr sehen, wie die ganzen Leute mit 1000 Rechtschreibfehler sagen, dass du unlettet wärst. Gutes Video. Da muss ich wirklich sagen, ich habe schon so dumme Kommentare von Leuten bekommen. Und zwar, du hast dein FOV ja nur so hoch, damit man deinen Rangehack nicht sieht. Einmal kurzer Sache. Das FOV Crack Pro ist das höchste FOV, was man normal erreichen kann. Man kann das zwar noch umstellen, dass das FOV noch höher geht, aber das ist das höchste FOV, was man ganz normal Vanilla erreichen kann oder was man in Vanilla einstellen kann. Und mit dem höchsten FOV sieht die Range deutlich höher aus. Und Leute sagen, hey, du hast das FOV nur so hoch, damit man deine Range-Hack nicht sieht. Ich denke mir nur, wo ist der Sinn dahinter? Desto höher das FOV ist, desto höher sieht die Range auch in-game aus. Und es gibt da einfach nur solche dummen Leute bei der Sache. Dann kommt noch das Thema BU. Man macht eine BU mit Leuten. Ganz normal. Ist alles legit. Was kommt denn natürlich als Argumentation? Ja, kannst du ihr verstecken. Ist kein Beweis und sowas. Und dann denke ich mir, Junge, wenn du eine BU machst und du dann eh am Ende sagst, ja, beweist nichts, warum machst du denn überhaupt erst eine BU? Und wenn Leute es nicht einsehen, zum Beispiel bei sowas mit der BU mit JS, dort ist die Levelmod-Datei einfach in der Beschreibung verlinkt. In der Beschreibung ist meine Levelmod-Datei verlinkt. Man sieht, wie ich dir JS die Levelmod-Datei schicke. Man sieht, wie er die hochlädt. Also ist die verlinkt, für jeden zugänglich. Jeder kann die ganze Levelmod-Datei durchgucken, kann da alles durchgucken, jede Class, jede was weiß ich noch gucken. Und dann schreiben immer noch Leute, ja, du kannst sie auch versteckt haben. Ihr habt doch selber die Levelmod-Datei. Ja, dann guckt doch einfach alles an. Guckt euch einfach die ganze Levelmod-Datei an und dann seht ihr, dass alles legit ist. Und ich finde es einfach extrem traurig, diese Szene. Und ich weiß nicht, ob das jetzt mit Cheatbreaker so ein bisschen besser wird, weil Cheatbreaker ist eine Minecraft-Version. Entschuldigung. Cheatbreaker ist eine Minecraft-Version, wo es dann nicht mehr möglich sein wird zu hacken. Den startet man dann, soweit ich es gehört habe, immer vom Browser aus. Dort geht nicht mal X-Ray Texture Pack oder ähnliches. Und ich habe schon versucht, irgendwie für Cheatbreaker eine Wildcard zu bekommen. Wenn da aber wenn der Tweet 15.000 Retweets hat und nur 3 Leute eine Wildcard bekommen, ist es leider nicht so erfolgreich gewesen. Aber wenn Cheatbreaker rauskommt, werde ich es auf jeden Fall mal einfach einfach mit dem Cheatbreaker zocken. Und dann gibt es endlich nicht mehr diese Leute, die zu jedem sagen Hacks. Wenn es dann noch immer welche Leute gibt, dann, keine Ahnung, dann seid ihr einfach... Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll dann.
wenn Cheat-Racker rauskommt, ich weiß nicht, ob es die CW-Szene jetzt mal revolutionieren wird, aber ich glaube, so CW-YouTuber oder so, für die wird es eindeutig besser sein. Denn wenn man mit Cheat-Racker spielt, beweist, dass es mal legit ist und dann gibt es nicht mehr diese dummen Kommentare, die alles unlegit finden. Ich bin jetzt seit 2 bis 3 Jahren in der CW-Szene und ich habe noch nie mit irgendeinem Invis, einem Raincheck, einem Knockback-Reducer oder was es auch sonst gibt, gespielt. Noch nie. Und trotzdem gibt es einfach Leute, die fest bei dieser Meinung bleiben. Und das gibt es bei vielen Leuten. Bei vielen Leuten wird einfach gesagt, dass die hacken. Und das nehmen andere einfach auf und sagen, ja, das stimmt. Auch wenn man überhaupt nichts, keine Beweise hat. Auch wenn... Nee, ich kapiere das einfach nicht. Und jetzt mal an die Leute, die Minecraft schon nicht so verstehen. Spielt mal mit einem höheren FOV. Dann seht ihr schon, dass die Range deutlich größer aussieht. Jetzt mal zu der Sache. Und ich kann euch jetzt einmal kurz sagen, ich glaube, alles wäre bei mir ganz normal erledigt, wenn ich mit einem niedrigen FOV spielen würde. Ich war auch damals in der SG-Szene, habe ich mit einem 70er FOV gespielt. Also mit normal. Und ich glaube, alles wäre einfach erledigt, wenn ich einfach mit einem 70er FOV spielen würde. Denn dann sieht man auch, dann sieht man das komplett anders. Aber das Ding ist, ich will nicht, weil irgendwelche Leute denken, dass ich hacke, irgendwie mein Spiel verändern und dadurch das FOV runterstellen. Ich finde es halt einfach nur traurig, wie viele Leute in der CW-Szene aktuell irgendwie Leute als Invis-User bezeichnen. Jedoch muss man auch sagen, es gibt viel mehr Invis-User als jetzt irgendwie ganz davor bei der CW-Szene, das muss man sagen. Aber nicht jeder CWBW-YouTuber used jetzt auf einmal Invis. Und das finde ich einfach nur extrem traurig, dass da Leute diese Sache die ganze Zeit nur behaupten. Also ich weiß einfach nicht, was ich echt zu dieser CW-Szene manchmal noch sagen soll. Ich bin legit, ich werde auch nie in der CW-Szene reinhacken. Wenn ich quitte, dann quitte ich, aber werde davor nicht irgendwie reinhacken oder sowas. Ich werde in der CW-Szene immer legit sein und falls mir das irgendwelche Leute nicht glauben, juckt mich jetzt auch nicht. Wie soll ich es euch beweisen ansonsten? Wie? Da würde ich jetzt gerne bitte mal die Frage haben, wie soll ich es denn beweisen? Wenn man eine BÜ macht, die Datei sogar als Download zur Verfügung stellt, wird immer noch gesagt, ja, du kannst irgendwas versteckt haben. Dann guckt euch alles durch, dann seht ihr, dass es legit ist. Ich hoffe einfach, dass Cheatworker jetzt mal in den nächsten paar Monaten rauskommen wird, dass man einfach damit zockt und dann einfach sieht, dass man legit ist. Also es ist... Ich weiß nicht, was kann man denn dazu einfach sagen? Es gibt einfach Leute, die einfach krampfhaft versuchen, bei irgendwelchen Leuten zu zeigen, dass die hacken würden, obwohl die legit sind. Da gibt es einfach so viele Leute in der CW-Szene, die das einfach nur auf Krampf versuchen. Versuchen da einem irgendwie zu zeigen, dass er unlegit sein soll. Und dann gibt es die Leute, die einfach nur was gehört haben, ja, der soll hacken aus dem und dem Clan. Dann spielen die gegen den Clan, haben verloren. Ja, der hat ja eh gehackt. Ja, das sagen ja so viele. Der hackt also. Und dann gibt's, ich weiß echt nicht, was mit diesen Leuten los ist, warum diese Leute einfach so argumentieren. Und mit diesen Zeitangaben finde ich es immer so lustig. Mit diesen Zeitangaben finde ich es so nice. Dann schreibt jemand in die Kommentare. Hält bei 027, geht aber nicht. Hält bei 041, geht aber nicht. Dann guckt man ein Replay, das sind 2,5 Blöcke. Und ich denke mir so, ja, du kennst dich mit Minecraft aus, du weißt, was dein FOV ist. Du hast auf jeden Fall die größte Ahnung davon. Und ich werde in Zukunft einfach so eine scheiß Kommentare, weil die mir so dermaßen auf den Sack gehen, werde ich einfach entfernen, diese Leute, die immer sagen, ja, das sieht nicht legit aus. Ja, das sieht nicht legit aus. Ich war in der CW-Szene immer legit und werde es auch immer sein. Ich werde niemals irgendwie reinhacken in der CW-Szene und werde niemals irgendwie, keine Ahnung was. Ich habe niemals DNS gehabt. Aber wobei. Doch, ich hatte es für einen Tag mal auf normalen genommen, um mal zu gucken, wie das ist. Aber das hat da eh nichts geändert und da hat es eh wieder rausgenommen. Das war nicht mal ein CW. Also es war auf normal genommen und da war es ja erlaubt. Also ich hatte nie irgendwie in der CW-Szene mit DNS gespielt. Ich hatte auch allgemein nur einen Tag DNS drin, wie gesagt. Ich hatte nie irgendwas mit RackEdit, weil ich einfach sowas am PC nicht ändern will, weil ich selber vom PC von sowas wie RackEdit zu wenig Ahnung hätte. Und ich finde einfach diese Leute traurig, die für Minecraft was an RackEdit ändern. Wenn ihr was bei RackEdit falsch macht, könnt ihr damit euren kompletten PC schrotten. Und warum ändert ihr etwas an eurem PC, um da irgendwie besser in Minecraft zu sein? Das finde ich allgemein extrem traurig, warum man so etwas überhaupt macht, sowas wie RackEdit reinmacht. Man sah auch bei der BÜ mit JS, dass ich weder RackEdit noch DNS noch keine Ahnung was hatte. Und da die Leute, die mit Invis spielen, das ist halt echt einfach nur mega erbärmlich, wenn ihr das Spiel nicht legit spielen könnt. Dann lasst es doch einfach. Keine Ahnung, ich finde so obvious Hacker, die auf irgendwelchen Servern mit obvious kleinen hacken, viel besser. Denn diese Leute sagen halt, dass sie das Spiel nicht ernst nehmen und da obvious reinhacken.
Aber diese ganzen Invis-Kinder fucken mich auch ab. Jedoch sollte man nicht einfach zu jedem sagen, hey, der hat Invis, der hat Invis. Weil ich das einfach noch erbärmlicher finde als das andere. Und ich werde jetzt übrigens als Abo-Special, also nochmal so als kleine Info, ich werde als Abo-Special einen 24-Stunden-Livestream machen. Entschuldigung. Da muss ich noch genau gucken, wann ich den Termin machen werde, also wenn ich den 24-Stunden-Stream machen werde. Das werde ich aber vorher alles gut ankündigen. Und ja, dann sollte das auch alles geregelt sein. Und ich muss mich auch übrigens nochmal bedanken für den krassen Support in letzter Zeit. Das geht echt übelst ab. Ja, was soll man dazu eigentlich noch sagen? Diese Leute, warum schreibt ihr bei irgendwelchen YouTubern rein, ja, aber das sieht unnötig aus, aber das sieht unnötig aus, wenn ihr überhaupt keine Ahnung von dem Spiel habt. Wenn ich da manchmal Leute wie Ace angucke, jetzt mal kurz zu Ace seiner Person. Ace hat überhaupt keine Ahnung vom Spiel oder sowas oder von der Bastelszene. Ich finde, er ist da einfach komplett fehl am Platz. Denn er bastet einfach irgendwelche Leute auf Verdacht. Ich weiß jetzt nicht. Beispiel bei Critical Roof, bei dem jetzt, sag ich mal, was war darin bastet? Also, Ace hat überhaupt keine Ahnung, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert. Und dann ist es natürlich noch ironischer, dass er der größte CWBW-Buster ist, den es gibt. Ace weiß weder von Ingame irgendwas, also er ist ja Ingame nicht so gut, das wäre ja scheißegal, wenn er nicht die Bastet, wenn er nicht einer der größten oder der größte Bastet-YouTuber in der CW-Szene ist. Aber dann hat er halt noch nicht mal Ahnung, wie Hits entstehen oder sowas. Und allgemein bei NRBU sieht man, dass er überhaupt keine Ahnung hatte. Einer hatte mal mit Forge gespielt und Ace war komplett aufgeschmissen, hat die BU nach 2 Minuten beendet, weil er mit Forge gespielt hat, weil er einfach keine Ahnung hat. Das ist das Ding leider an Ace. Er ist ein YouTuber, ein Bastet-YouTuber, der überhaupt keine Ahnung hat. Er holt irgendein Programm, Screenshot dadurch alles durch und das war's. So in der VJS setzt sich damit wirklich auseinander. Wenn da irgendwelche Invis-Clients existieren, setzt er sich sofort daran, diese irgendwie zu basten. Und was Ace macht, ist halt einfach nur, er macht eine ganz normale, eine Liste, die er immer hat, hackt er ab, mit einem ganz normalen Screenshare-Programm. Und man sah schon bei einer Person, die hatte, bei der konnte man das Screenshare-Programm nämlich nicht downloaden oder nicht ausführen, dass er so Probleme damit hatte. Er hat die BU dort auch nach 3 Minuten beendet, weil er einfach keine Ahnung hat davon. Also Ace ist meiner Meinung nach einer der schlechtesten Buster in der ganzen BW-Szene, aber immer noch der größte. Und das war's mit dem Video, ich weiß nicht, was man zu diesen Leuten noch sagen soll. Wenn Cheatbreaker rauskommt, werde ich damit auf jeden Fall zocken. Dann gibt es auch nicht mehr diese ganzen Anschuldigungen. Oder es gibt dann immer noch dumme Kinder, die dann bei einem, bei einer Microversion, wo man nicht hacken kann, immer noch sagen, dass man hackt. würde ich den Leuten aus der CW-Szene sogar zutrauen, manchen. Ja. Bleibt sauber. Hackt bitte niemals rein. Es ist einfach nur, also, hackt bitte niemals mit irgendwas rein. Wenn ihr obvious auf anderen Servern hackt, juckt mich das nicht. Weil dann, ja, das finde ich besser, als wenn ihr irgendwelche Invis-Scheiße macht oder so. Ja.